Noch irgendwas hier? Da hinten. Da kommt auch noch einer an, den habe ich noch nicht. Jetzt habe ich ihn. Ist so eine tolle Ranke. Ist halt nur eine Pflanze. Aber die Tierwelt ist hier nicht so extrem grausam wie an manch anderen Ort. Das ist okay. Wie viele Tiere hätten wir denn hier? Auch gar nicht mal so viel. Es sind jetzt 9 Stück. Und so dröft sich. So, das Umbessor-Fragment. Die Zeichen einer uralten Zivilisation wurden eins von dieser seltsamen Markierung absorbiert. Irgendwie präsentiert sich die Geschichte der Vikingen in der Sprache meines eigenen Volkes. Was für ein Volk bist du denn? Der große Monolith sprach zu Hirk von den Reisenden. Ihrem Kommen sollte nicht mit Feuer begegnet werden. Ihr Kommen war nur ein Traum in einem unendlichen Universum. Ihr Einflussbereich würde der des Endlosen sein. Als Hirk nach den Wächtern fragte, entgegnete der große Monolith gar nichts. Hirk war durch sein Schweigen beunruhigt. Ja, dann bitten wir mal um Hilfe bei Sprache. Vikingenwort für trinken. Yay. Haben wir hier irgendwie Plutonium? Ja, da. Aber ich glaube, mein Schiff hier ist von den Landeschubdüsen und sowas hier bald wieder ein bisschen aufgebraucht. Deswegen einfach nochmal ganz kurz hier so ein bisschen. Hallo? Habe ich, okay. Aber dich habe ich nicht. So, 4 von 9 Tiere entdeckt. Das steht ja immer da unten rechts, was ich immer viel zu spät gesehen habe. Habe ich dann erst irgendwann in der Aufnahme mal gemerkt. Ja, manchmal sehe ich sowas halt nicht auf einmal, weil ich dann so auf eine Sache konzentriert bin und nicht auf alles gleichzeitig. Und so passiert es halt, dass man nicht immer alles sofort sehen kann. Das geht doch nicht. Ich finde, das Schiff hat einen sehr gewöhnungsbedürftigen Ausstieg. Ja, man muss sich das vorstellen mit einem Auto. Wenn du ein Auto hast, wenn du aussteigen willst und du fällst erstmal so bisschen runter und kriegst erstmal Schaden. Jedes Mal, wenn du aussteigst, ist halt so ein gewiss bisschen gewöhnungsbedürftig, wie ich finde. Aha. Hier haben wir keine Vogelviecher. Aber hier haben wir Tiere. Hallo. Noch irgendwo was? Ich hoffe nicht. Dann erkunden wir mal den Punkt. Da hinten liegen 100.000 Millionen 50 Kisten, aber jetzt nicht so die spannendsten Dinger vom spannendsten. Also auch eher so ein Punkt, wo man sich denkt, so, ja, hätte ich jetzt eigentlich nicht landen müssen. Da haben wir Wissensstein und eine Kapsel. Wobei die meisten Rezepte auch, die wir jetzt schon haben, die haben wir auch. Ah, das macht Sinn. Nein, aber, hey, Vikingenwort verlassen. Und bereits bekannt, natürlich. Das meine ich halt. Ja, also wirklich viele Sachen haben wir bereits. Was ein bisschen schade ist. Das heißt, ich würde wahrscheinlich auch mich wieder so ein bisschen darum kümmern, dass wir die Warpkerne mal wieder herstellen. Und mal weiterkommen vielleicht. Einfach, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es dann erst so wieder richtigen Fortschritt, wo du dann wieder seltene Materialien bekommst, wo du dann halt auch die Rezepte bekommst, wofür du die seltenen Materialien brauchst und so. Und hallo! Mhm. Einmal interagieren. Du siehst ja seltsam aus, dich habe ich noch nie vorher gesehen. Eindringling, Wächter, Munition. Der Krieger studiert die Karte der Umgebung. Bestimmte Bereiche enthalten Markierungen für Wächter, die die Lebensform mit begeisterten Knurren hervorhebt. Gedanken verloren, streichelt sie ihren Blitzwerfer, bevor sie die Munitionsaufladung im Magazin überprüft. Daraufhin blickt sie mich abrupt an und bellt eine Frage, die sich aber mehr nach einem Befehl anhört.
Isotop geben. 50 Tamium sollten wir doch haben. Mein Schiff zu weit weg. Laber dein Zeug runter. Ist okay. Oxid macht da keinen Sinn. Hier ist er 50 Tage. Der Krieger nickt. Er freut sich über meine Jagdspende. Im Gegenzug erhalte ich ein Geschenk. Yay, Technologie entdeckt, die ich noch nicht habe. Das ist bereits bekannt. Hier kann ich was verkaufen. Gegenstände aus dem Inventar verkaufen. Was haben wir denn hier? Ein bisschen Gold. Neutrinemodul, der Atlasstein kann ich auch verkaufen. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwie gebraucht hätte. Jetzt ist er auf jeden Fall weg. Emeril haben wir noch. Was kann ich auch besser verkaufen? Na egal. Was weg ist, ist weg. So, und hier hätte ich theoretisch nochmal eine neue Waffe. 23 Plätze. Unser hat 24. Tschüss. So, halt, warte, was ich nochmal gucken wollte. Ne, hier haben wir sowas nicht. Wir haben doch hier manchmal Türen, die wir auch erst öffnen können mit einem bestimmten Atlas-Pass. Und, ja, sowas würde ich halt dann irgendwann halt auch nochmal genauer erforschen. Das hier kann, glaube ich, einmal zerlegt werden. Dann will ich herstellen. Wir haben diesen Elektrondampf. Wir brauchen Zink. 20 Zink. Aus Antimaterie kann ich dann das herstellen. Wo haben wir denn hier mal Zink? Das ist Silikat. Das könnte Zink sein. Reicht. Dann kann ich herstellen hier. Und kann ich herstellen das. Also die Wikien haben wir halt auch schon zu Genüge kennengelernt. Ich mache jetzt hier nochmal den Marker hier an, damit ich sagen kann, ich war der Erste. Stelle ich meine Mammutflagge auf und sage, Mainz. Also, das ist nicht die Stadt Mainz, sondern es ist tatsächlich Mainz. Vor euch allen anderen da. Weißt du? So. Dann wollen wir einmal den Hyperantrieb ein bisschen aufladen. Das war jetzt auch nicht wieder so viel, aber immerhin. Wie gesagt, ich hätte halt immer noch gern ein Korvax-System. Ob ich das finden werde, ist eine andere Geschichte. Aber ich kann ja zumindest mal äußern, was ich gerne hätte. Ne? So. Jetzt aber. Dann folgen wir mal dem Weg hier durch die Galaxie. Drei Planeten. Kann ich da einspringen? Nein. Zu weit. Dann springen wir den einen Planeten hier zurück. Also ist es nicht wirklich ein Planet zurück, sondern es ist halt ein Planet vorher. Oder ein System vorher. Ja, ja. Und dann mal schauen. Wow, ja, lande auf so einer Raumstation. Ist immer gut. Von Nick Potsky entdeckt. Nick Potsky, den hatten wir schon mal gesehen, oder? Oh Gott, ist der blau. Na, wenn das mal nicht ein Wasserplanet ist, du, dann weiß ich auch nicht. Der sieht ziemlich wässrig aus. Gehen wir mal runter, nur um zu gucken, was haben wir hier für ein Planet. Alter, wie viele Raumstationen hier auch wieder in der Nähe sind. Es ist... Wow. Einfach nur wow. Mal sehen, wie die planetaren Bedingungen hier aussehen. Ja, lande noch langsamer. So, was haben wir denn hier? Unentdeckt.
Der Nunespenmorast. Ah ja. Aber der Planet an sich scheint jetzt hier okay zu sein von der Gefahrenstufe her. Das ist mal schön. Das ist wirklich mal schön. So, was sind denn das jetzt hier für... Das könnte Korvax sein, ne? Okay. Die Tierwelt hier ist einigermaßen entdeckt. Es gibt drei Tiere, die hat er nicht entdeckt. Kommt er rein? Nein. Ich meine, diesen Nick Protzky, den hatten wir an anderer Stelle schon mal gesehen. Dass wir irgendwas gesehen haben, was er auch gesehen hat. So. Einmal irgendwas, das wir bereits kennen. Wer hätte es gedacht? In der anderen haben wir... Du bist auch entdeckt, okay. Also ich muss halt Sachen nicht mehr entdecken, die jemand anderes bereits entdeckt hat. Yay, 1423 Units, yay. So, wie komme ich jetzt da rein? Ich kann übrigens auch hier mal wieder ein bisschen Kohlenstoff abbauen. Weil wir werden es ja brauchen für einen weiteren... Für einen weiteren... Für einen weiteren Warpkern. Ja, ich brauche erstmal wieder das hier. Dann brauche ich diesen Elektronendampf. Machen wir hier gleich mehrere. So, und dann hierfür bräuchte ich weiteres Plutonium. Wie zum Beispiel das da. Ne, kann man ja mal mitnehmen. Muss ja hier nicht rumstehen. Vor allem ist es auch mal schön, endlich mal wieder einen Planet zu haben mit vernünftigem Gras. Ein Planet, der mich nicht gleich sofort töten will. Weißt du? Das ist echt mal wieder eine willkommene Abwechslung. Muss man einfach mal sagen. Braucht das aber auch viel Plutonium, meine Güte. So, wie komme ich jetzt da in die eine Basis hier rein? Ist da ein Eingang? Ich war jetzt abgelenkt halt von... Und im anderen Zeug, da ich das andere wieder vergessen habe. Ich glaube, hier komme ich rein. Ja. Guten Tag. Ja, finde ich auch. Hallo, Korvax. Ein Reisender des Atlas bin ich. Ah ja. Korvax. Die elektronische Lebensform wirkt sehr erregt und hat womöglich Schmerzen. Ihr Körper summt eine kleine elektrische Entladung, springt zwischen Maske und Schulter hin und her. Sie ruckelt und zittert. Sie braucht Hilfe. Sie streckt die Hand aus, als ob sie die meine schütteln wollte. Instinktiv hebe ich meinen Arm zur Antwort, aber der gesunde Verstand rät zur Vorsicht. Hände schütteln. Kostet mich zwar einige Gesundheit, aber es ist nett. Der Schmerz ist intensiv. Sie bedankt sich mit einem Geschenk. Oh. Toll. Kühlmittelnetzwerk Tau. Das kennen wir noch nicht. So. Einmal haben wir hier ein Gerät. The Grid. Gefahrenschutz nimmt zu. Hier haben wir irgendwas. 195 Units. Haben wir die einfach mal beklaut. Hier. Sowas wie diese Türen. Die gehen doch dann teilweise auf mit einem Atlas Pass V2. Kriegen wir wahrscheinlich noch. Hier haben wir... ein Observatorium. Ich stehe beim Terminal und beobachte ein Signal von einem unbekannten Stern, das endlos auf dem Bildschirm abgespielt wird. Der Muster scheint klar, aber was soll ich eingeben? 8273. Ich entdecke einen Ort in dem fernen Stern, der immer noch auf demselben Planet ist. Yay! Toll!
So, das haben wir.